Einmal ist es interessant, dass Sie behaupten, dass wir die Öffentlichkeit verunsichern. Das ist komisch. Ich meine, das waren nicht wir. Im letzten Jahr, am Ende des letzten Jahres, gesagt haben, dass man die Kleingärten als Baufläche verwenden könnte. Das war der Senator Herr Müller. Das muss man klarstellen. Und ich frage mich, wie Sie sich erklären, dass die CDU in den Bezirken sich an die Speerspitze der Kleingartenretter stellt und sie hier in der Koalition aber nicht dafür einsetzt, dass die Kleingartenanlagen gesichert werden. Zum Beispiel die Kolonie Oeynhausen, zum Beispiel die Kleingartenanlage in der Sendisstraße, aber auch in Neukölln-Fliedergrund. Vielen Dank. Bitte, Herr Freimark, Sie möchten antworten. Ja, vielen Dank nochmal für die Nachfrage. Ich wiederhole gerne nochmal. Also erstmal ist klar, 82% sind langfristig gesichert. Bis 2020 weitere 8%. Wir reden ja also über maximal 10%, wo es im Allgemeinen immer auch bekannt war, dass es Flächen sind, die nur einen gewissen Zeitraum umfassen, in dem sie gesichert sind. Das gehört einfach zur Wahrheit dazu. Das ist nicht optimal, aber es gehört zur Wahrheit dazu. Das muss man auch ehrlich sagen. Und wenn es mir darum geht, dass man diese Sorgen, dass man nicht mit den Ängsten der Menschen spielt, das ist ja auch so ein bisschen ihre Stärke, ist in der Opposition vielleicht auch gang und gäbe. Ich weiß es nicht, ich bin ja noch nicht in der Opposition gewesen, will es auch nicht hin. Aber Herr Albers, Sie sehe ich im Wahlkreis überhaupt nicht, aber hier pöbeln Sie immer rum. Also ich kann nur sagen, Sie spielen mit den Ängsten, Sie kokettieren mit den Ängsten, allein mit diesem Antrag, wenn man sich inhaltlich liest, wenn man den inhaltlich prüft und wenn man ihn dann mal mit, sage ich jetzt mal, auch Leuten aus der Fachszene bespricht, stellt man sehr schnell fest, da ist viel Übertreibung dabei. Alles andere ist bereits gesagt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Freimark.